So, hallo und herzlich willkommen im Wald mit dem Mann mit der großen Klappe, das bin ich. Ich habe die Frechheit besessen zu behaupten, selbst ich könne mit einem Streichholz, Moment, wir brauchen ein Streichholz, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ein Feuer machen. Ich habe jetzt eine ganze Schachtel mitgenommen, einfach weil ich keine Lust hatte, die Streichhölzer hinterher wieder einpacken zu müssen. Aber, und ich brauche natürlich die Schachtel zum Anreißen. Hier ist ein Streichholz, ein handelsübliches Werbeartikel, Streichholzschachtel, Streichholz. Das müsst ihr mir jetzt glauben, das ist also wirklich nichts Besonderes. Das heißt, ihr müsst nicht. Könnte auch sein lassen. Aber wirklich ein handelsübliches Streichholz. So, und ich habe das ja behauptet im Rahmen von Seven vs. Wild. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das behauptet habe, das stecke ich hier in meine Tasche da, ist es so gewesen, dass die Teilnehmer an Werkzeug bloß ein sogenanntes Breaching-Tool gehabt haben. Jetzt besitze ich kein Breaching-Tool, sondern nur so ein kleines Beil. Und habe mir jetzt einfach für mich mal herausgenommen, dieses kleine Beil ebenfalls als Werkzeug verwenden zu dürfen. Das kommt nicht ganz hin, so ein Breaching-Tool ist größer, hat mehr Power beim Hauen, ist aber vermutlich auch erheblich stumpfer, als das mein kleines Beil hier ist. Das heißt, das ist schon fast ein Messerersatz, dafür halt eben nicht so ein 100% vollwertiges Beil. Da kann man sich jetzt kloppen. Es sind also nicht ganz vergleichbare Bedingungen, aber habt ihr mal gegoogelt, was so ein Breaching-Tool kostet? Das ist jenseits von Gut und Böse, dass der Meinecke sich so ein Teil aus Spaß gekauft hat. Okay, der kann sich das leisten, ich nicht. Ja. alles gut, Fritz, alles gut. Jetzt hier kein Gestänker oder sowas in die Richtung. Jedenfalls, das heißt, wir wollen hier jetzt ein kleines Minifeuer machen. Wichtig, ein Minifeuer zu Demonstrationszwecken. Ja? Weil Feuer im Wald ist ja bekanntermaßen so eine Sache. Nur um hier meiner Vorbildfunktion halbwegs gerecht zu werden, der kleine Hinweis, man darf in Deutschland nicht Feuer machen, wenn man es nicht darf. Man braucht also irgendwelche besonderen Befähigungen, nicht Befähigungen, Erlaubnisse schlicht und ergreifend, indem man zum Beispiel der Waldbesitzer ist oder die Erlaubnis vom Waldbesitzer hat und so weiter. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Teilweise dürfen auch Imker beispielsweise Feuer machen, weil sie anders ihren Imkerofen nicht angezündet kriegen. Jäger dürfen mitunter Feuer machen, etc. Also wenn ihr nicht wisst, dass ihr eine Befugnis habt, um Feuer zu machen, dann dürft ihr im Regelfall kein Feuer machen. Das einfach nur, damit jeder Bescheid weiß, das ist also nicht ganz so einfach. In jedem Fall, wer Feuer macht, hat dafür damit verantwortungsvoll umzugehen und entsprechend klein und durchdacht sollte das Feuer sein. Es besteht 0, überhaupt gar keine Waldbrandgefahr. Das kann man erstens beim Deutschen Wetterdienst so nachlesen. Zweitens, ja, und da hinten fallen gerade die Bäume um. Das liegt aber nicht an Sturm oder Ähnlichem, sondern an der Motorsäge. Ja, also auch da nicht wundern. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, es besteht 0, gar keine Waldbrandgefahr. Der Boden ist nass. Heute ist zwar gutes Wetter. Ich hätte jetzt auch ein bisschen mieseres genommen. Es ist auch relativ warm. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich eine Jacke brauche. Die habe ich auch noch im Rucksack. Und ich habe natürlich noch ein paar andere Dinge im Rucksack. Es geht jetzt nur hier um die kleine Feuer-Challenge. Und damit das jetzt nicht schon wieder ausartet, weil ich in letzter Zeit nur viel zu langen Krempel produziere, versuche ich das hier ein bisschen kurz zu halten. Und um mich dazu zu zwingen, habe ich nur einen Akku. Das heißt, ich muss also wirklich ein bisschen mit der Energie meiner Kamera haushalten. So, ein Forstwissenschaftler, der versucht Feuer zu machen, der kennt sich im Wald bekanntermaßen aus. Und wenn jetzt also jemand wie ich hier irgendwo in den Wald guckt, dann sieht er nicht nur, ist im Wald, sondern er sieht Bäume unterschiedlicher Art, verschiedene Bodenpflanzen unterschiedlicher Art. Er checkt schon mal die Bodenbeschaffenheit. Er weiß grob, in welcher Geologie er sich hier befindet. Wenn er es nicht weiß, sucht er sich einen Stein, dann weiß er es so ganz grob. Er weiß ungefähr, wie sich das mit dem Wasserhaushalt hier am Hang verhält und diverse andere Dinge. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten mal in den Wald reingucke, dann sehe ich da, wir haben einmal Weißtanne, Abies alba, wir haben Fagus sylvatica, also eine normale, stinknormale Buche, und wir haben da hinten, das werdet ihr jetzt auf der Kamera nicht erkennen können, sofern ihr es überhaupt erkennen könnt, eine Edelkastanie, Castanea sativa.
Weiterhin habe ich schon gesehen beim Weg hierher, also ich habe mein Fahrrad da hinten am Baum geparkt, weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da unten steht's. Und beim Weg hierher habe ich die Gelegenheit, das ist mir ein unbekannter Wald, ja, also weitgehend unbekannt. Ich bin hier schon mal durchgelaufen, irgendwann vor vielen Jahren, ja, aber nicht, dass ich jetzt hier jeden Baum kennen würde. Ja, jetzt geht die Säge wieder los. Ist halt so, ist halt ein normaler Forst. Und trotzdem, man kann, wenn man sich eben auskennt, sehr schnell schon mal so grob die Lage der zu erwartenden Ressourcen abchecken. Das heißt, wir haben es hier mit dem Buchen-Tannen-Mischwald mit Kastanienbeimischung zu tun. Und das bedeutet, hier ist erstmal nicht zu erwarten, es sei denn, es sind größere Katastrophen, dass hier irgendwo eine Birke rumsteht. Ja, das bedeutet, ich habe schon mal nicht ganz so leicht, das wäre auch zu einfach, dass ich mir einfach hier die nächste Birke suche, sondern ich muss schon ein bisschen auf andere Ressourcen zurückgreifen. Jetzt habe ich Nadelbäume. Das bedeutet, wenn ich die kaputt machen wollen würde, könnte ich zum Beispiel eine Tanne einfach anritzen, mal warten, bis der Harz austritt und hätte dann damit mir schon einen großen Vorteil erschafft. Will ich aber auch wieder nicht. Das heißt, darauf kann ich nicht zurückgreifen. Wenn ich also Harz finde, dann muss es Kien sparen bzw. Harz an einer Wunde, wo ich es wirklich wegkratzen kann, sein. Und ob es das hier gibt, weiß ich nicht. Es stehen vereinzelt auch noch ein paar Kiefern rum. Die haben wir jetzt zwar in unserem Beispielbild nicht gesehen, aber da hinten stehen welche. Das kann man ja auf die Entfernung gut erkennen. So, und das bedeutet, ich mache jetzt Folgendes. Ich ziehe jetzt erstens meinen Rucksack wieder auf. Zweitens, mein Fahrrad ist gut geparkt. Und drittens möchte ich diesen Hang hier hoch. Allein schon, weil unten am Hang, da wollte ich eigentlich hin, ne, halt gerade Baumfällmaßnahmen stattfinden. Das heißt, wir suchen uns irgendwo in diesem Hang jetzt ein bisschen Ressourcen, suchen uns eine sehr geschützte Lage, wo man potenziell ein Mikrofeuer zu Demonstrationszwecken machen kann und wie gesagt die dafür nötigen Ressourcen. So, und da ich stapfe in den Hang jetzt nicht so unglaublich spannend ist, würde ich auch aus Zeitersparnisgründen euch jetzt erst wieder dazu holen, wenn ich irgendwas Interessantes gefunden habe. Durch einen lustigen Zufall gab es hier gerade einen kleinen Weg, ist ja natürlich auch langweilig. Also stapfen wir querwald ein und das in der richtigen Geschwindigkeit für so ein Unterfangen, nämlich wie mit Mutti in der Fußgängerzone beim kleinen Spaziergang. Der Spruch stammt noch von meinem Oberfeldwebel aus meiner kurzen, aber lehrreichen Zeit bei den grün-braun Gefleckten mit dem Plastikschießgewehr. So, also, bis gleich. So, wären wir jetzt, hoppla, Entschuldigung, so, aber jetzt, wären wir jetzt in einem Wald mit vielen jungen Bäumen, dann könnten wir hoffen, unten an den Nadelbäumen, ja, sorry mit der Sägerei, so schnell hört er nicht mehr auf, deswegen muss ich jetzt hier einfach in dem Moment ein bisschen gegen anquatschen. Wären wir also in einem Wald mit Unterstand, könnten wir hoffen, an den jungen Nadelbäumen dünne Zweigchen zu finden, die dann auch dranhängen. Die sind meistens trocken. Gibt's hier jetzt nicht in der näheren Umgebung. Ja? Und ich will ja schnell, halbwegs schnell mein Feuer haben, also schon noch so, dass ich es erklären kann. Das heißt, ich muss aufs zweitbeste Brennholz ausweichen. Das beste Brennholz ist immer wirklich das, was noch am Baum hängt, so es dann trocken ist. Ja? Wirklich, es muss auch trocken sein. Mieses Brennholz ist immer das, was man direkt vom Boden aufhebt, weil der speichert die Feuchtigkeit, gibt die Feuchtigkeit an die Umgebungsluft auch ab. Das bedeutet, Holz, das direkt drauf liegt, kriegt am meisten Feuchtigkeit von der Umgebungsluft entsprechend ab. Ja, und das heißt, ist für uns erstmal fürs Initialfeuer tabu. Brennt das Ding nachher richtig? Kannst du auch Holz vom Boden aufsammeln, kein Problem. Aber wir wollen ja möglichst schönes Holz für ein Initialfeuer haben. Das heißt, wir suchen nach irgendwas, wo was umgefallen ist. Jetzt können wir natürlich an der Rinde sofort erkennen, dass es sich hierbei um eine Tanne handelt. Und eine Tanne ist ein Nadelholz. So, und ein Nadelholz hat jetzt natürlich nach Adam Riese den schönen Vorteil, dass Harz zumindest theoretisch drin ist. Im Fall der Tanne ist das gar nicht mal so einfach, aber es ist trotzdem ein sehr leicht anbrennbares Holz. Und wenn wir jetzt hier einen Ast finden, der bereits keine Rinde mehr hat und der abbricht mit dem Geräusch, was wir gerade gehört haben, und wir uns das hier dann, jawohl,
an die Unterlippe halten, an der Bruchstelle, ne, dann können wir feststellen, dass sich die Bruchstelle nicht kühl anfühlt. Weil wenn sie das tun würde, dann wäre das Holz ein guter Wärmeleiter. Und Holz ist nur dann ein guter Wärmeleiter, wenn es eben feucht ist. Ja, weil Holz an sich ein guter Isolator, ergo ein schlechter Wärmeleiter ist. Und da sich das hier wirklich nicht besonders nennenswert kühl anfühlt, haben wir es hier mit einem sehr schön trockenen Stück Holz zu tun. So, und davon brauchen wir jetzt noch ein paar mehr. Und da reicht auch wirklich eine kleine Menge, weil es geht ja nur um ein Demonstrationsfeuer. Und normalerweise braucht man natürlich erheblich mehr davon. Schön sind natürlich auch besonders dünne Zweige, so wie der hier, weil je dünner die sind, desto leichter brennen die an. Jetzt können wir natürlich aber auch einfach versuchen, aus einem etwas dickeren Zweig ein paar Spänchen oder Ähnliches rauszuschneiden, in der Hoffnung, dass das besser anzündbar ist. Und das sind so die Möglichkeiten. Aber bei den hier verfügbaren Hölzern, Fichte wäre noch ein bisschen besser. Kiefer wäre auch eine Option, nach der ich ein kleines bisschen suchen könnte, die hier ja schon durchaus im Hintergrund rumstehen, aber Tanne müsste eigentlich für unsere Zwecke reichen. So, und dann, wie gesagt, sucht nach solchen Ästen, die deutlich über den Boden aufragen, weil sich die Luftfeuchtigkeit, die ständig vom Boden aussteigt, hier oben nicht mehr konzentriert, vom Wind auch weggepustet wird, sondern ein leichter Wind geht. Das Holz hier oben also erheblich trockener als alles in Bodennähe grundsätzlich ist. So, und das brauchen wir, wenn wir mit Sicherheit mit einem Streichholz einen Deppen sicheres Feuer machen wollen. Da muss man nichts für können, da muss man nur was für wissen. Drum kann das ich auch, weil wenn man was können müsste, dann könnte ich es nicht. Ich kann nämlich nichts, ich weiß nur Dinge. So, ich sammle hier ein bisschen und sehen wir uns gleich wieder. Tja, hier nochmal eine Anmerkung, weil ich an grenzenloser Selbstüberschätzung manchmal leide, bis es dann mal wieder schief geht und ich dann wieder ein wenig Demut erlernen darf. Das ist immer nicht verkehrt. Nur der Vollständigkeit halber, wir haben hier drei Zunder in Deutschland, die hervorragend funktionieren und auch bei miesem Wetter Feuer machen, durchaus kein großes Hexenwerk sein lassen, so man in der Lage ist, einen dieser drei Zunder zu finden. Meiner Meinung nach am einfachsten Birkenrinde. Findet man eine Birke, findet man fast immer auch Birkenrinde, ausgenommen sehr, sehr alte Exemplare. Manchmal ist in der Birkenrinde kein Betulin mehr drin. Das ist der Stoff, der die eben brennen lässt. Das ist ein ätherisches Öl. Und dann klappt es auch mit Birkenrinde nicht so gut. Da muss man sich eine andere Birke suchen. So man dann allerdings nur eine Zündmöglichkeit hat, kann man ja nicht vorher testen, ob jetzt die Birkenrinde gut geeignet ist oder nicht. Dann nimmt man am besten von ein paar verschiedenen Birken oder von ein paar verschiedenen Birkengruppen jeweils Rinde mit, damit man auch mit Sicherheit genügend davon hat, wenn man es da wirklich nicht auf Experimente ankommen lassen möchte, wäre eigentlich die sinnvolle Variante. Ich verzichte, wie gesagt, hier auf Zunder, weil ich Großkotz bin und es wäre mit Zunder auch echt so einfach gewesen. Da wäre auch für mich kein Lerneffekt bei rausgekommen. Das hätte dann mit Sicherheit funktioniert. Daher, ja, ne, bin ich eigentlich gar nicht so böse, dass ich das jetzt so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Jedenfalls Harz kann man entweder eben von einem verwundeten Baum abkratzen, aus der Wunde kratzen oder den Baum selber verwunden und warten, bis Harz sich in der Wunde sammelt. Funktioniert mit fast jedem Nadelbaum, mit Ausnahme der Eibe, bei uns zu Lande zumindest, ja. Und Kienspan, das ist halt eben dieses berühmte, schöne, rötliche Holz, der vorwiegend Kiefer, Fichte geht auch, Douglasie geht theoretisch auch, Tanne sehr selten, kann auch mal klappen, wäre aber ungewöhnlich. Ja. Meistens im Wurzelbereich zu finden, kann man ausbuddeln, aus Wurzelstümpfen, kann man teilweise auch im Astansatz finden, dass man es also vom Stamm gewinnen kann. Die Qualität aus dem Wurzelholz ist am besten, wenn man da mal so richtig, richtig Schönes findet. Das ist absolut ultimativ, das Zeug, so man dann eben welches finden kann. Das ist meistens eine Angelegenheit, wofür man sehr lange suchen muss und eignet sich daher als Spontanzünder nur so begrenzt. Ja? Das wussten jetzt 99% von euch, die 1%, die das noch nicht wussten, wissen es jetzt oder zumindest haben sie es schon mal gehört. Memo an mich, mehr Akkus kaufen. Hab doch keinen ganzen vollen. Daher muss ich mich jetzt wirklich das Video echt kurz halten. Ich mache noch ein paar kleine Voice-Over-Anmerkungen. Was wir jetzt noch brauchen, ist was, um von dem Ort, wo wir gleich unser Feuerchen machen, der besonders gut windgeschützt sein muss, damit wir mit einem Streichholz auch hinkommen,
unser Feuer später dahin zu transportieren, wo wirklich unser Lagerplatz ist. Ja, weil wir wollen nicht das Feuer unbedingt da machen, wo wir es brauchen, sondern wenn wir wirklich nur ein Streichholz haben, machen wir es da, wo wir sicher sind, dass das mit einem Streichholz auch gelingt. Also in irgendeiner windgeschützten Mulde, wo die Chance, dass uns das Streichholz ausgepustet wird, bevor wir damit was angezündet haben, so gering wie möglich ist, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Wenn man sehr viel Erfahrung hat, kann man das natürlich auch an einem riskanteren Platz versuchen, aber das ist bei mir nicht der Fall. Daher auf diesem Wege. So, und da kann ein solcher Baumschwamm, hier in diesem Fall rotrandiger Baumschwamm müsste das sein, tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein, weil dessen Pilztrema lange glüht und damit können wir dann quasi in Form eines glühenden Stückes Baumschwamm unser Feuer quasi, beziehungsweise unsere Glut transportieren und das Feuer dann wo machen, wo wir es haben wollen. Ne? So, das war wesentlicher Punkt Nummer 2. Das bedeutet, zunächst so, als hätte ich das mitgenommen, habe ich nicht. Liegt einfach daran, dass ich die Pilze nicht kaputt machen möchte. Vielleicht wollen die noch ein bisschen Sporen in der Gegend verteilen und da mische ich mich nicht ein. Ich mache hier nur so viel kaputt, wie unbedingt unabdingbar notwendig durch die Tatsache, dass ich den Boden betrete, ne, und hier rumlaufe. Aber mehr als das muss nicht sein. So, und damit gehen wir weiter und suchen uns jetzt ein geeignetes Feuerplätzchen und dann haben wir es auch gleich. Ja, ein mögliches Plätzchen wäre zum Beispiel hier einfach in dieser Mulde, also schön tief drin, am besten da. Muss man natürlich noch entsprechend aufräumen, aber da hier ein Weg in unmittelbarer Nähe ist, ist natürlich eine relativ blöde Idee. Ja? Das heißt, ich muss noch ein kleines bisschen weiter suchen, aber so eine Vertiefung, das langt normalerweise in einem geschlossenen Waldbestand, in dem eh nicht viel Wind geht. Das muss man natürlich den Windgeschwindigkeiten anpassen. Würde jetzt viel Wind gehen, dann müssten wir uns wirklich eine richtig toll windgeschützte Stelle suchen, aber die Notwendigkeit ist schlicht und ergreifend nicht gegeben. Reduziert den Suchaufwand. Wäre aber auch bei mehr Wind machbar, wenn man lang genug sucht und wirklich eine schön tiefe Mulde findet, wo kaum noch mit Wind zu rechnen ist. Man kann sich dann auch noch aus Rindenstücken notfalls zwei kaufen und so weiter einen Windschutz bauen, wenn das notwendig ist. Aber das sparen wir uns jetzt auch aufgrund von Mangels an Akku. Ich hasse es, wenn ich keine Akkus habe. Egal, ich brauche da wirklich ein paar neue. Habe ein geschütztes Plätzchen gefunden. Das ist hier jetzt einfach eine Rückegasse. Da hinten ist aber die Hauptwindrichtung. Und da ist offensichtlich, wie man hier sehen kann, will nicht zu viel zeigen, ein Hügel. Und das heißt, dass der Wind da in großem Stil drüber pustet, ist eher unwahrscheinlich. Jetzt kommt auch gerade ein kleines bisschen Wind auf. Da muss ich dann noch ein paar Maßnahmen ergreifen. Ja. Das mache ich jetzt gleich als nächstes. Aber der Ort ist jetzt erstmal nicht schlecht. Außerdem, auf Rückegassen kann man im Regelfall den Boden selbst nicht anzünden, weil die Rückegasse ist ja verdichtet. Das hat also jetzt auch nochmal was mit Feuersicherheit zu tun. Wenn man sein Feuerchen auf einer Rückegasse macht, ist einfach die Chance, dass dabei was schief geht und man aus Versehen ein Flugzeug oder den Wald anzündet, relativ unwahrscheinlich, beziehungsweise nahezu unmöglich, wenn man nur ein Mikrofeuer macht. Ich sage jetzt absichtlich nahezu, weil es könnte just in diesem Moment jemand mit Napalm vorbeikommen und das entzündet sich dann, weil derjenige mit seinem Napalm-Tank gerade über mein Feuer läuft. Lassen wir das. Ich habe euch die Umgebung grob gezeigt. Das ist eine Feuerstelle. Mindestens den brennbaren Teil des Bodens abtragen. Das kann man einfach mit dem Schiefer machen. Kleine Unterlage zum Feuer drauf machen kann hilfreich sein, muss nicht zwingend. Habe hier ein bisschen Tannenrinde. Kiefernrinde. Doch, es ist Tanne. Tannenrinde gefunden und baue mir jetzt noch einen Windschutz drumherum. Mache mir hier mit meinem winzigen bisschen Holz ein kleines Zundernest zum Anzünden und dann zünden wir das an und wenn das ein kleines bisschen brennt, dann haben wir es auch, weil mehr Akku habe ich nicht. So, dann sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus. Ich habe mir hier einen Windschutz gebaut. Da könnte man sich jetzt natürlich auf den Seiten hier auch jeweils nochmal einbauen, ne? Also hier in die Richtung. Aber ich sitze ja hier. Auf der anderen Seite stelle ich gleich meinen Rucksack hin. Moment, da noch. Zack. Das ist also auch nochmal zusätzlicher Windschutz. Und wenn wir jetzt hier in die Ecke gehen mit unserem Feuerlein, dann sind wir an dieser Stelle wirklich an einem sehr, sehr windgeschützten kleinen Ort. Und
Natürlich nimmt man seinen Rucksack dann nachher, wenn es brennt, wieder weg. Es geht ja nur um den Zündprozess. Da muss man natürlich schnell genug dran denken, wenn man den Rucksack als Windschutz für sowas verwendet, damit hier nichts Feuer fängt. Ne? Aber das wäre jetzt der geeignete Ort, hier ein kleines Initialfeuerchen zu starten. Das kann man natürlich auch ein bisschen größer anlegen, wenn man weiß, das ist das Feuer, das man langfristig haben möchte. Hier, wie gesagt, nur zu Demonstrationszwecken. So, dann bauen wir uns jetzt da ein kleines Zundernest. So, dann möchte ich noch kurz erklären, wirklich trockenes Holz findet man fast überall auf der Welt, mit Ausnahme vielleicht von tropischen Regenwäldern, beziehungsweise da ist es erheblich schwieriger. Auch direkt nach dem Regen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber man kann. Ja. Notfalls müsste man jetzt mit dem noch nicht trockenen Holz eine Zeit lang mit dem Zeug in der Hosentasche oder der Jacke oder sonst wie rumlaufen, in der Hoffnung, dass man es noch trocken kriegt. Aber so eine kleine Menge, das langt dann auch schon. Ne? Ich hoffe, ihr seht, was ich hier gebaut habe. Und ihr seht vor allen Dingen, da ist unten so eine kleine Öffnung. Und das ist vorgesehen, dass man jetzt hier unten in die Öffnung... So, und da muss ich nochmal der Voice-Over-Band zu Wort melden. Der weiß es nämlich grundsätzlich besser als der Band vor Ort. Ist leider wirklich so. Das ist schon sehr wenig vom sehr dünnen Holz. Da wäre ein bisschen mehr, definitiv mehr gewesen. Einfach auch noch ein bisschen höher bauen. Weil wenn ich jetzt da unten in das schwarze Loch mein Streichholz reinhalte, was ich auch gleich tun werde, ja, dann steigt die Hitze natürlich nach oben. Und die Hitze vom Streichholz muss dann möglichst viel Holz quasi gleich entzünden, damit das dann eben eine ausreichend große Hitze beim initialen Anbrennen sozusagen erzeugt, dass da anderes Holz der Umgebung mit entzündet wird und das dann halt wirklich zu einer schönen exothermen Kaskade sozusagen kommt, bei der genügend Holz anfängt zu brennen, dass man dann irgendwann ein sich selbst aufrechterhaltendes Feuer mit Glutkern bekommt. So, der Fairness halber, je kleiner ein Feuer ist, desto schwieriger ist dieser Selbsterhaltungszustand des Feuers zu erreichen. Wenn du da also nichts mehr nachlegst, was offensichtlich super, super lange brennt, dann ist ein schnelles, kleines Mini-Feuer deutlich schneller aus, als das halt bei einem sehr großen Feuer, das dann auch einen sehr dicken und fetten Glutkern gebildet hat, der Fall ist. Ne? Das gilt auch fürs Anzünden. Nimmt man da jetzt gleich ein großes Feuerle, was man anzündet, dann müsste man jetzt einfach diesen Zunderhaufen, den ihr da seht, noch größer bauen, dann bildet sich da relativ schnell, dass einfach die Chance, dass die Flamme auch auf anderes Holz übergeht. Also man muss einfach auch mehr dünnes Holz nehmen, dann bildet sich da sehr, sehr schnell ein entsprechender Kern, der den Rest vom Feuer dann auch entzündet. Ja? Ganz ohne Zunder ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, aber ich will mich jetzt auch nicht nur rausreden, weiter geht's im Text. Das Streichholz reinhält, ist also schon für Streichholz optimiert und dann steigt die Flamme von sehr, sehr feinen Hölzern in die mittelmäßig dicken Hölzlein und dann werden oben dann halt noch ein paar nennenswert dickere Hölzer, die dann auch ein kleines bisschen länger brennen. Für unsere Zwecke braucht es ja nicht lange brennen, aber natürlich hätte man den Haufen jetzt schon ein bisschen größer machen können, aber wenn der so weit brennt, dann kann man da auch nach und nach peu à peu Stöcklein nachlegen, zumindest unter den Bedingungen, die heute herrschen. Also hieraus sollte es mir gelingen, das zu entzünden. Könnte ich auch problemlos ein langfristiges Feuer aufbauen, so ich dann Bock gehabt hätte, genügend zusätzliches Holz, insbesondere für den Anfang trockenes Holz, später ist egal, wie gesagt, zu sammeln. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ist ja nur, ich sag's nicht nochmal. So, ich baue euch nebendran auf und dann zünden wir das an. So, und jetzt eben Vorsicht beim Anzünden. Ich weiß, das könnt ihr nicht so richtig sehen, aber ihr wisst ja, wie man ein Streichholz anzündet. Streichholz festhalten, erst fallen lassen, wenn das hier dann einigermaßen brennt. So, und jetzt müssen wir hoffen. Weil andere Möglichkeiten haben wir jetzt nicht mehr.
Tja, danke. Ja, da war ich schon ein wenig wirklich genervt. Zweites Streichholz. Mit dem hat es dann geklappt. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Es ist halt, ja, also ich schäme mich nicht direkt. Es ist beruhigend, beziehungsweise für mich einfach mal wieder sehr lehrreich, dass man halt einfach nicht der Hybris verfallen sollte, weil das auch schon oft so geklappt hat, dass es immer klappen muss. Wir haben das Jahr 2024. Das ist eines der nassesten Jahre seit langem. Und entsprechend ist einfach alles ziemlich durchgefeuchtet. Selbst diese sehr mini-dünnen Hölzer, also so ein Erfahrungswert von mir bei Tannenholz, sollte das normalerweise besser durchzünden mit einem Streichholz. Also das bin ich einfach anders gewohnt. Ist ein Stück weit einfach der Feuchtigkeit geschuldet. Ist es ein Stück weit jetzt, wie gesagt, einfach meiner eigenen Hybris geschuldet, dass ich davon ausgehe, dass das schon immer klappen wird und mich manchmal auch eben einfach ein bisschen selbst zu sehr für erfahren in dieser Hinsicht halte. Und das ist, deswegen lade ich das auch trotzdem hoch, weil das ist wirklich was, was wir uns vielleicht alle hinter die Ohren schreiben sollten, was Feuer angeht. Der Umgang mit Feuer erfordert wirklich größtmögliche Sorgfalt. Im besten Fall ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es einfach nicht brennt. Ja? Im schlimmsten Fall kann es halt eben auch in die andere Richtung eskalieren und Dinge anzufangen zu brennen, die halt gar nicht brennen sollen. Feuer ist eine wahnsinnig große Verantwortung, wenn man eins anzündet. Und daher werde ich auch nicht müde, bei jeder Gelegenheit, wo ich irgendwo Feuer mache, die zwei Feuerregeln, die man beherzigen sollte, zu zitieren, die da lauten, je größer das Feuer, desto größer der Idiot, der es macht. Da gibt es ein paar Ausnahmen von, beziehungsweise was Großes kann man je nachdem unterschiedlich definieren. Aber zumindest für kleine Buschfeuer, in Anführungszeichen, sollte man wirklich das kleinstmöglichste Feuer verwenden, das man verwenden kann. Das hier ist zu klein. Das ist wirklich nur ein Demo-Feuer. Damit kann man auch nichts anfangen. Das ist wirklich nur zum, ja, einfach weil ich prinzipiell gelernt habe, mach so kleine Feuer wie irgend möglich. Ja, und wenn es nur um ein sinnloses Feuer zum Zeigen geht, dann ist es vielleicht die richtige Feueranwendung. Für alles andere wäre es zu klein. Ich könnte mir da bestenfalls eine Maroni drin grillen und das ist es dann auch. Ja. Aber trotzdem, Es hat mich doch sehr zum Nachdenken angeregt. Übrigens Feuerregel Nummer 2. Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen. Niemals. Ja? Wenn es ums Verrecken nicht anders geht, dass man das mal machen muss, weil man einfach keine andere Möglichkeit hat, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das jetzt gerade ein Fehler ist und man diesen so schnell wie möglich bitte wieder abstellen sollte. Und man in dem Moment, wo man von seinem Feuerchen wegrennt und es unbeaufsichtigt lässt, eben jedes Mal ein großes Risiko eingeht für sich selbst, für die Umgebung und für ja, die gesamte Landschaft im Grunde. Und das ist einfach was, das ist wichtig. Und drum, ja, irgendwo bin ich ganz zufrieden, dass ich jetzt mal wieder hier ein bisschen Feuerdemut gelernt habe. Ja, und mit Birkenrinde, Harz oder Kienspan wäre das natürlich problemlos gegangen. Ja, das brennt viel länger. Damit hat man da quasi ein fast schon ewiges Streichholz, das man da drunter packt. Viel mehr Hitzeentwicklung und dann wäre das natürlich durchgezündet. Für so ein reines Stöckchenfeuer hätte man einfach noch mehr von den feinen Stöckchen nehmen müssen. Und dann kann man sich kloppen, also wahrscheinlich hätte es dann funktioniert, würde ich schon behaupten. Aber es gibt auch Situationen, da reicht einfach ein Streichholz, wo man dann keinen Zunder hat, zum Feuermachen nicht aus. Eine gewisse Situation in Neuseeland, die dürfte zum Beispiel durchaus einen Zunder vorausgesetzt haben, um da mit den Bedingungen oder mit dem Holz, was man da vor Ort hat, bei der Luftfeuchtigkeit, die man da vor Ort hat, bei den Temperaturen, wäre mit einem einzigen Streichholz wahrscheinlich, wie ich jetzt inzwischen realisiere, kein Feuer zu machen gewesen. Hängt halt auch eben einfach vom Zunder ab, den man noch irgendwie finden kann. Mit Zunder ja, auf jeden Fall, unbedingt. Ja. Ohne Zunder einfach nur ein Stöckchen Feuer, ganz schwierig, ganz schwierig. Also wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt dürft ihr noch ein paar Sekunden ohne meinen Kommentar vorher gucken, dann ist der Akku nämlich leer.